Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ja, der Pickup steht halt da immer noch. Aber ich hau mich jetzt hier auf die Kiste und verpiss mich. Weil wir wollten ja eigentlich in die kleine A4-Stadt und gucken, ob wir irgendwie eine Werkzeugkiste finden oder so. Wow! Und vielleicht, wenn es so weitergeht, ein Fahrzeugreparaturset. Das ist der Hammer gerade hier. Ja, wie gesagt, kleiner A4-Start jetzt und dann gucken, ob wir Werkzeug finden. Dann bauen wir uns zumindest mal ein Schloss. Das heißt, ich war da immer noch nicht unten alleine wahrscheinlich, oder oben war noch einer. Vielleicht hat da auch oben der geschossen. Das würde zumindest erklären, warum der Bär eben getriggert war. Und der mit dem Boot unten hat vielleicht Angst bekommen, so wie, ja. Was heißt Angst, aber vielleicht ein Schrecken oder so, wie ich eben auch. Und hat es dann vorgezogen, vielleicht lieber erstmal zu fahren oder so, keine Ahnung. Müsste jetzt hier nochmal gucken nach einem Schild, so, sehr schön. Hau ich mal dahin. Guck jetzt einfach mal, wie viel Platz noch. Ja, müsste ich ja eigentlich mitnehmen, ne? Ich nehme es einfach mal mit, ich hoffe, dass wir da jetzt nicht weggeschossen werden. Weil eigentlich dürften wir nicht weggeschossen werden, weil Safe Zone. Aber ja, wie man es erkennt, kommt meistens anders und zweitens, als man denkt. Also es ist mir schon des Öfteren passiert, dass ich irgendwo in der Safe Zone weggeschossen worden bin. Von daher verlasse ich mich auf solche Sachen eigentlich nicht mehr. Vor allen Dingen, das Problem ist ja auch, dass es leider ein bisschen schwer ist, obwohl ich weiß gerade gar nicht mehr. Ne, ist immer noch nicht. Also es ist halt leider immer noch schwer, den Discord zu finden von dem Server hier, wenn man nicht genau weiß, wo man den findet. Was ich ein bisschen schade finde. Das heißt, falls jemand hier auf dem Server spielt, und auch im Discord nicht die Regeln gelesen hat, der weiß natürlich nicht, was Sache ist. Und dann kann es hier natürlich auch passieren, dass du hier einfach so weggeschossen wirst. Das finde ich halt so ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss auch gerade sagen, ich finde es gerade auch ein bisschen merkwürdig, dass nur so wenig Zombies unterwegs sind. Aber ja, dann ist es halt so. Und wir suchen jetzt erstmal nach einer Werkzeugkiste hier.
Bin zwar wieder alles, aber keine Werkzeugkiste. Wohl dadurch, dass ich hier eh keine Base baue, finden wir eigentlich gerade auch die Nadel nehmen, um nochmal ein improvisiertes Nähset herzustellen. Ja, aber das mit dem Rohr, ach, mit dem roten, mit dem großen Rucksack ist echt wie ein Fluch. Ich finde einfach definitiv keinen großen Rucksack. Das ist echt schon merkwürdig. Aber ja, was will man machen, ne? Ja, ich müsste jetzt eigentlich genug Schlösser haben für ein goldenes Schloss. Und krieg's einfach nicht hin, eins zu bauen, weil wir immer noch keine Werkzeugkiste haben. So ein Mist. Was ist das? Okay, das ist auch schon wieder eine neue Hose anscheinend. Es gibt mittlerweile auch in-game seit dem Halloween-Update anscheinend eine neue Axt. Ja, unten haben wir sie noch nicht. Rucksack, ja. In die Hände nehmen. Jetzt habe ich noch einen kleinen Rucksack, was uns aber auch nicht wirklich weiterbringt. Ach ne, hier waren wir ja schon drin. Ach, bin ich doof. Obwohl, wenn ich mich recht entsinne, vielen Dank. Wollte ich denn jetzt sagen? Wir den Rucksack jetzt doch aus dem Schrank geholt. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube, der fährt gerade da hoch. Da ziehen wir uns mal da runter. Gucken mal, wo unser Moped steht, weil da könnten wir jetzt das goldene Schloss zumindest schon mal reinhauen. Es könnte natürlich auch sein, dass das der Hellrider Pickup war, den wir eben gesehen haben, dass der jetzt hochgefahren ist, dass der oben die Kirche geclaimt hat. Ich glaube auch, der Rucksack ist nicht groß genug für Dings, ne? Für die Pferde, für den Benzinkanister. Aber da muss ich jetzt leider auch gleich mal sagen, denke mal, dann werde ich den Benzinkanister jetzt auch rausschmeißen. Wir hatten aber irgendwo, hatten wir doch, naja. Benzinkanister rausschmeißen. Das andere Zeug in den anderen Rucksack packen, was wir gerade nicht so unbedingt brauchen.
Und erstmal abschließen dann. So, jetzt muss ich nur wieder mein Schloss finden. Ach, nicht mein Schloss, mein Schild meine ich. Ah, da vorne. So, wir hauen jetzt erstmal das Schloss da rein. Und das Teil jetzt mal da hoch. Den hier runter. Inventar öffnen. Den da rein. Jetzt würde ich gerne gucken. Ja, der Benzinkanister packt. Passt leider nicht so, wie es aussieht. Ne. Dafür hätten wir einen großen gebraucht. Ist natürlich kacke, aber gut, können wir nicht ändern. Das ganze Zeug erstmal da. Das da rein, das da rein. Das brauche ich, das brauche ich. Das behalte ich auch hier. Das hier, das da, da, da. So, auf jeden Fall gibt es jetzt wieder ein bisschen mehr Platz für uns. Hier ist aber heute was los. Jetzt fuhr gerade jemand mit dem Quad hier durch. Also es ist gerade echt Highlife hier auf dem Server. So, warte, den nehme ich mal kurz in die Hand. Tanken wir mal kurz die Maschine, wenn ich sie finde. Hier, ja. Hallo, Treibstoff einfüllen? Hat er nicht gemacht, weil wir unten gehangen haben wahrscheinlich. So, ja. Dann würde ich mal sagen, schmeiß mal den Kanister hier weg. Drücken einfach mal auf Fahren. Handwerkinventar. Im Übrigen, das ist jetzt auch einfacher machen, wir hauen das Teil da rein. Das können wir hier hinhauen. Zeug brauche ich alles, 9 mm. Eine 9 mm zu finden wäre jetzt auch ein Riesenvorteil und würde viel Freude machen. Aber okay, will auch nicht. Irgendwie. Ich sage, erst ein Pickup, jetzt ein Quad. Also es ist schon irgendwie... Ja, heute echt ziemlich voll hier. Ui, 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 ui. Warte mal kurz, Inventar. Ja, immer noch 31%, sehr schön. Ja, jetzt würgen wir die Kiste ab. Genau das, was ich will. Oh. Oh, ich liebe das Spiel heute. 3-4 Mal die Kiste abwürgen. So, ja, das Problem zurzeit ist auch so ein bisschen, man weiß nie, wie weit man fliegt oder so. Wenn man irgendeinen Sprung macht. Finde ich halt auch immer so ein bisschen merkwürdig. Ja, aber ich sage, was willst du da machen, ne? Wir sind auf jeden Fall noch in der Safe Zone, ja.
Und ich sage also, der Vorteil ist, man hört die Autos, sag mal, relativ früh oder zumindest früh genug, um noch in Deckung zu gehen, wie ihr eben bei mir auch gesehen habt. Aber wenn die Autos natürlich jetzt innen drin auch leiser wären oder so, wäre das natürlich schon ein Riesenvorteil. So. Ich baue jetzt hier nochmal. Hier baue ich die Flagge hin. Das heißt, hier steht das Moped. Und davor baue ich jetzt das Schild hin. Damit wir es finden. So. Und dann laufen wir. Das Schild. Nee, das Schild ist nicht gut. Das Schild kann weg. Das Schild bauen wir hier hin. So. Ja, so mittendrin müsste es eigentlich gesehen werden. Halt. Ich könnte im Übrigen, fällt mir gerade ein, noch das Nachtsichtgerät im Moped lassen. Dafür müsste ja jetzt mittlerweile genug Platz sein. Ja. Ah, Jacke vielleicht auch. Obwohl, ne, Jacke können wir erstmal anlassen. So. Dann laufen wir jetzt mal in die Stadt und schauen uns da mal um. Vielleicht haben wir da Glück nach einem großen Rucksack oder sowas. Oder, ja, ich weiß noch nicht. Irgendwas zu finden. Ach ja, ein Fahrzeugreparaturset zum Beispiel. Oder ein Car Repair Kit. Ich würde sagen, ich fange damit ganz links in der Stadt an. Ja, ich laufe gerade so komisch, weil ich mir noch eine E-Zigarette zusammenbastel. Oder ein IQOS. Für denjenigen, denen es was sagt. Aber wenn ich euch einen Tipp geben darf, lasst einfach ganzes Rauchen sein. Ist gesünder, günstiger. Und man hat nachher nicht das Problem, wieder davon loszukommen. So, Zwiebelringe. Die mag ich im Real Life auch. Nehmen wir doch glatt mal mit. Ja, was mich jetzt wirklich so ein bisschen ärgert, ist, dass wir damals irgendwie die Militärjacke verloren haben. Oder ich die durch Dummheit irgendwie habe liegen lassen. Könnte glatt sein, dass da ein großer Rucksack liegt, oder? Jawohl, ja, wunderbar. So, jetzt aber Inventar öffnen. Das da rein, halt darüber. Den dahin, das dahin. Liebe es echt. Ich einen großen Rucksack. Das Ding darüber, den hier hin. Könnten wir gucken, dass wir den zweiten kleinen auch noch irgendwie vielleicht ins Moped kriegen. Aber es ist auch schon wieder so, ne? Es ist ein Rucksack, der lag vor dem Schrank und war nicht im Schrank. Ui, ja, das war irgendwie falsch. Küchenmesser brauchen wir nicht wirklich. So, ich sage, ich gehe echt mal davon aus, dass, wenn es Rucksäcke gibt, die nur noch irgendwie außerhalb liegen oder vor den Schränken liegen und alles andere. Ach nee, das hatten wir ja gerade. Alles andere halt, ja, nicht mehr vorhanden ist, also es die nicht mehr in den Schränken gibt. So, aber mir ist es gerade egal, ich habe einen großen Rucksack, hervorragend. Können wir ein bisschen was einsammeln. Können auch gleich. Ja, das werde ich aber wahrscheinlich eher offline machen. Die Waffen wiederholen. Und das Zeug, was wir vergraben haben, brauche ich nicht wirklich.
So, gibt es hier noch irgendwas zu futtern? Nee. Was natürlich auch ein bisschen blöd ist. Kommen die erstmal mal einfach. Aber den großen Rucksack hätte ich gern vorher gehabt, dann hätte ich den nämlich ins Moped gelegt, auch mit Benzinkanister. Weil hier passt ja Gott sei Dank ein Benzinkanister rein. Und in die anderen Klamotten nicht. So, ich schon drin, nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. So, da ist ein bisschen Geld. Weiß nicht, gibt es hier was? Ne, sieht nicht so aus. Oder eine Maske. Ah, die brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Dann machen wir uns hier mal wieder raus. Können wir natürlich auch mal in die Garagen schauen und hoffen. Jetzt hätte ich gerne ein Fahrzeugreparaturset. Oder Repair Kit. Aber irgendwie haben wir da gerade gar kein Glück bei. Oh, geh doch zu. Snickers, ein Becher Kaffee haben wir noch, komm, den trinken wir auch mal. Und dann ist er auch weg. Und wir haben Handwerkblätter, Stoffwechsel. Wollte ich denn jetzt Übersicht? Ah ja, genau. Also der Kaffee gibt mittlerweile auch so ein bisschen mehr Power wie so ein Energy Drink. Mann. Okay, man kann mittlerweile direkt schließen. Das ist. Da haben die anscheinend auch was dran geändert. Weil man musste vorher immer warten, bis die blöde Tür auf war, bevor man wieder schließen konnte. Wenn die das jetzt auch in den Bunkertüren so geändert haben, wäre das super. Oh, hüpft doch da rein, Mann. Okay, ich habe da jetzt ein leichtes Problem. Inventar öffnen. 1, 2, 3, 6, 9. Ich werde die Jacke wechseln. Ausrüsten. So, dann bleibt die hier, weil die Pilotenjacke hat Gott sei Dank mehr Slots wie die andere. Ich repariere jetzt gerade mal hier das ganze Zeug, weil sonst man nachher das Problem ist, nicht mehr repariert zu kriegen oder so. Muss auch nicht sein. Aber die Zombies. Okay. Ich glaube, ich gehe dann doch mal lieber irgendwie, weiß ich nicht. Hey. So. Wo habe ich den anderen gelassen? Er scheint mich gerade nicht mehr zu hören oder zu sehen. Ob
hoffe ich zumindest. So, wir könnten jetzt versuchen, in die Polizei zu kommen. Gut, jetzt haben wir dann anscheinend von uns abgelassen. Die lasse ich mal da. Eine Cola, ja, die können wir mal mitnehmen. Noch ein Kaffee. Desert Eagle Magazine, ja. Die bringen uns jetzt nicht wirklich viel. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, die vier Schlösser zu knacken. Ich mache das jetzt erstmal so, warte. Ja. Stell mal Dietrich hierher. In die Hand und dann hoffen wir, ja, dass er die auch nutzt, wollte ich gerade sagen. Aber das tut er, das ist gut. Glaube, ich mache das aber echt so, bevor der jetzt ewig das Rote nimmt. Übrigens können wir die Roten dann mit der anderen, mit dem anderen Rucksack dann auch in ernsthaft. Also das finde ich jetzt weniger lustig. Das irgendwie. Nichts drin ist in den Dingern. Wäre ja mal schön gewesen, wenn da was drin wäre. Ja, da ist Zeug drin, was man nicht braucht. Ernsthaft. Es ist alles kacke. Ein Schloss haben wir zumindest. Schlösser knacken. Hallo, herausnehmen. So. Toll. Da ist jetzt natürlich eine Desert Eagle drin. Da hinten sind zwei Magazine und ich habe aber keine Munition für die Kackwaffe. Das ist doch ein Heulen gerade. So, ich mache das jetzt einfach mal so. Da liegt einer. So, sehr schön. Noch ein Schloss, okay. Ja, D. Ach Quatsch, was habe ich denn jetzt gemacht? Das weg. Mal durchsuchen. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, was es war. Okay, ist das ein Gummi? Ja, leider auch hier keine. Ähm,
9mm Pistole. Keine Ahnung. Warum nicht? Es ist kacke. Aber egal, wir gehen jetzt hier raus. Gehen drüben ins Haus. Gucken uns dort noch mal um. Ja, dann ist es eigentlich ja auch schon Zeit zu beenden. Aber erstmal hier das Haus noch durch und hinten ist, glaube ich, sogar eine Garage noch gewesen. Ich gucke nochmal um die Ecke. Ich glaube, da war noch die Garage. Da gehen wir dann nochmal gucken. Und dann werden wir für heute beenden. Und ja, schauen zumindest mal in der nächsten Folge nochmal, wie es hier oder was wir hier noch so finden. Dürfte dann, glaube ich, auch unsere letzte Folge sein. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 8, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und ich hoffe, ich darf euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu einer neuen Folge Scum oder Days Gone. Und ja, also ihr habt es gesehen, hier war nichts drin. Also nichts Brauchbares. Deshalb werde ich mich jetzt hier in den Container verstecken, reinlegen, warten und von hier aus dann beim nächsten Mal die Seite hier noch zu Ende machen. Und ja, wir schauen dann einfach mal, was es gibt. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Der Falli.